los. Das ist mit dem Helikopter Kunstflug Extrem. Das sogenannte 3D-Fliegen. Das muss ich, glaube ich, nicht weiter kommentieren. Die Figuren würde ich auch in der Reihenfolge gar nicht mehr kommentieren können. Erfreuen Sie sich an der Darbietung von Dominik Glashörster aus Münster. Die Transall sehen wir dann in circa 10 Minuten. Im Hubschrauber sind übrigens 10 Lithium-Polymerzellen a 4000 mAh eingebaut. Für Insider werde ich gleich nochmal die anderen Komponenten erwähnen, aber wir erfreuen uns jetzt erstmal an seiner Show. So, ich habe gerade die Information bekommen, dass es die ersten leckeren Bratwürstchen gibt. Und wer ein Steakbrötchen essen möchte, auch die sind im Angebot, möge dieses bitte vorbestellen. Also Steakbrötchen bitte vorbestellen und Bratwürstchen gibt es jetzt bereits. Zum weiteren Angebot an Speisen und Getränken gehört Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Im Zelt werden frische Waffeln gebacken. Am Grillstand, wie gesagt, Brat und Currywurst, Steakbrötchen und auch Hotdogs. Es stehen ausreichend Getränke zur Verfügung und wir erwarten gegen 14 Uhr auch einen Eiswagen. Ja, zum Vereinsleben und den Aktivitäten des Modellflugsportvereins Wachsdorf vielleicht noch zwei Informationen. Am 16. Juli gibt es ein Seglertreffen, ausgerichtet vom heimischen